Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Medieval Dynasty. Ja, es gibt nichts mehr, das Dorf ist weg. Es ist keiner mehr obdachlos, ein paar arbeitslos und ein paar haben Hunger, das heißt, wir müssen erstmal Essen besorgen. Eine Sense haben wir ja noch einstecken. Ich würde kurz was trinken, bevor wir rüber rennen, weil ne, hier können wir noch nicht ernten, die Sense haben wir. Und wir brauchen ein bisschen was an Tieren wahrscheinlich, weil das ist die effektivste Methode, schnell was zu essen zu fangen. Wir schlachten ein paar Tiere, beziehungsweise wir schießen ein paar Tiere, schlachten tun wir ja nicht. Ich weiß noch nicht, warum die hier noch rumstehen. Los! How is life treating you? Geh mal beiseite. Tschüss! Goodbye. Ja, rennen wir kurz rüber und dann würde ich sagen, wir sind erfolgreich in unserem neuen Dorf angekommen. Na klar, jetzt ein paar haben Hunger, Tiere wollen auch was essen. Mensch, wie Tier will essen, ist ja eine schöne Sache. Da soll ja auch jeder was kriegen. Ist ja gar keine Frage. Rassimir ist schon bereit zum Boxen hier. Wer soll denn den Bogen ausrüsten? Wir müssen jetzt schnell sein. Ich bin schmutzig. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer und. Hat er jetzt nicht getroffen, der Fall? Ne, hat er nicht. Mist. Der hat aber getroffen. Ja. Vielleicht soll ich die Tiere nicht 5 Stunden verfolgen, sondern einfach mal tatsächlich. Ja. Nach Hause gehen, ins neue Dorf, in der Hoffnung, dass dort. Hallo, Tiere, Tiere, halt, stopp, Tiere, stopp, halt. Dass meine Jäger schon was gemacht haben. Weil ich meine, die brauchen im Vergleich zu mir ja nicht mal einen Bogen. Denen reicht ein Messer. Ich weiß nicht, ob die so schnell sich im Anschleichen sind, dass sie dann einfach, ne, entsprechend. So, wenigstens ein bisschen Fleisch schon mal mitnehmen. Ja, ich sollte nach Hause gehen, gucken, was da geht. Wenn da rundherum kann ich jetzt in Not auch was ernten. Ich habe auch 70 Fleisch einstecken. Das sollte ja erstmal reichen, um so einen Tag zu überleben für meine Leute. Was anderes kriegen die ja eh nicht. Sehr mangelhafte, einseitige Ernährung. Gibt Fleisch. Was gibt's heute? Fleisch. Und morgen? Fleisch. Aber ich will auch. Nein, gibt Fleisch. Dabei haben wir ja eigentlich Kohl und Co. Aber ja, das irgendwie hat es dazu noch nicht geführt. So, ich sehe gerade, ne, wir müssen mal kurz noch ein Stück hier runtergehen. Nein, nicht das Bild. Das Bild. Ja, weil dann sieht man auch, dass wir noch 15 rote Beete brauchen. Und ja, Hunger hat mein Charakter hier auch. Rassimir. Es ist einfach am Verzweifeln. Ich finde es schön, dass der Text unten so perfektioniert ist, dass man das letzte Ausrufezeichen nicht mehr, die letzte Klammer nicht mehr sieht. Also, was heißt die letzte Klammer? Die geschlossene Klammer. Ich soll auch in die richtige Richtung rennen, ne? Wenn ich mein Dorf vor dem Hungertod retten will, wäre das ein Vorteil. Oh, sind hier Banditen? Das ist wahrscheinlich das Lager, an dem ich schon 22 Mal vorbeigerannt bin. Sieht auch nicht so aus, als wäre hier noch was. Könnte sein, dass es irgendwer schon mitgenommen hat. Alter, seit wann ist der so zappelig beim Schießen? Ja, danke, Wolf. Das war ein schöner Headshot, würde ich mal sagen. Muss man, ja, auch mal treffen. Jetzt sammeln wir natürlich unseren geilen Pfeil ein. Oh, ich würde diese Pfeile gerne herstellen können. Weil grundsätzlich finde ich die Idee lustig, dass die random Schaden machen. Oh, das schlägt Haken. Das war vielleicht eine dumme Idee. Mach viel Schaden, Pfeil. Ja, es flüchtet. Sehr schön. Hier habe ich irgendwo nicht getroffen. Ja, da liegt der Pfeil. Weil so. Oh, da sind noch welche. Sollen wir noch welche mitnehmen? Ich meine, die geben ordentlich viel Fleisch. Da wäre das Dorf schon länger versorgt, sag ich mal.
Nehmen wir die beiden auch noch mit. Nope. 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 Der Pfeil muss viel Schaden gemacht haben, weil es direkt Sie hat nicht mal mehr die Chance gehabt, wegzurennen. So, haben wir irgendwas daneben? Ja, ein Bronzepfeil schieße ich jetzt schon. Den würde ich gerne aufnehmen, dankeschön. So, und da oben ist noch einer. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Au. Na, das war dumm. Ich hoffe, ich muss nicht zu weit laufen. Vielleicht sollten wir nicht alle Wiesens umbringen, nur weil wir es können. Also ich meine, wir können es auch nicht, weil, haben wir ja gerade gesehen, ist hier schief gegangen. Aber wir können demnächst dann wieder mit dem Herold, ne? Interagieren. Ich glaube, einmal im Jahr kommt der. Und der müsste ja eigentlich bald wieder kommen. Ne? Bisschen Steuern sparen, stand da gerade. Ne? Können wir weniger Steuern zahlen. Ach so. Ja, das ist ein guter Speicherpunkt gewesen, würde ich sagen. Die Pfeile sind unter ihm liegen geblieben. Das ist aber fies. Ich dachte, die sammeln wir automatisch auf, wenn wir die Tierchen mit aufsammeln. Deswegen verliere ich dauernd Pfeile. Ja, ich würde sagen, ne, aller guten Dinge sind drei. Wir wählen mal noch die die Pfeile aus. Und? Ja, einmal ist okay. Okay. Aber ich glaube, den dritten, den machen wir diesmal nicht. Das haben wir eben nicht überlebt. Ich glaube, das überleben wir diesmal auch wieder nicht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er uns mindestens einmal trifft, ist einfach da. Und sind wir mal ehrlich... Das ist es dann noch nicht wert. Also, weiter zum Ziel, weiter nach Hause. Wir sind ja schon fast da. Oh, wir haben Wiesen. Jagdgebiet direkt neben. Hm, nice. Nice. Hallo, Männchen. Jetzt schauen wir mal geschwind, ob in unserem Futterhaus, also in unserem Futterlager, Fleisch ist. Wisst ihr eigentlich, ne? Die Jäger sind ja am Start. Wir haben aber nur das Wasser drin. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ist hier was drin? War Leder. Aber kein Fleisch. Wer ist denn hier am unbeschäftigt sein? Häuser. Ja, das ist noch nicht gebaut. Super. Brunnen. Uninteressant. Der hat keine Dinger. Fische. Jagdhütte. Die sind voll beschäftigt. Und was stellt ihr so her? Ihr müsst mehr Fleisch herstellen. Ah, ne, ist schon. Mehr Fleisch geht gar nicht. Ich meine 100 am Tag. Ich gehe jetzt mal ins erstbeste Haus. Oh, ist meins. Hi. Ja, da würde ich auch lachen, kleiner Mann. Wie geht's, mein Frau? Ach, je, alles in Ordnung. Bewege dich nicht. Du musst dich um deine Wunden kümmern. Du bist sehr freundlich. Danke. Goodbye. Oh, ich bin geheilt. Das heißt, ich könnte noch so einen Bison jagen. So eine Frau ist praktisch, die heilt einen. Kräuterhexe, verbrennt sie. Nein, kleiner Rassimi Junior, alles gut. So, wenn ich das jetzt in unserem Futterbunker tue, dann müsste das ja eigentlich ausreichen, dass die alle, was Essen angeht, wieder glücklich sind. Oh, ich habe einen Bronzebarren einstecken. Okay. Und ein paar Eisenmesser. Und ein paar Fackeln. Okay. So, die kriegen erstmal das Gammelfleisch. Und vom guten Fleisch kriegen sie auch fast alles. Weißt, jetzt müsste es eigentlich runtergehen. Und ich sollte aber auch mal was essen.
damit es auch mir ein bisschen besser geht. So, wo ist jetzt unsere teuer erworbene Sense? Ich muss unbedingt mein Inventar aufräumen. Es wird Zeit, dass wir wieder, dass ich die Dingsbeschränkung rauskriege. Die Gewichtsbegrenzung. Und dementsprechend halt auch drauf achten muss, was ich einstecken habe. Und nicht einfach, wie jetzt aktuell, einfach alles einstecken habe. Schauen wir doch mal, was die Sense kann. Das Ferkelchen ist immer noch draußen. Ui. Mit der Sense ernten macht Spaß. Das hat was. Ist nicht wie die kleine Sichel. Zack. Ja. Ist echt gut. Gefällt mir. Könnten wir öfters machen. Das Problem ist, jetzt müssen wir natürlich auch wieder das Feld bestellen. Ich meine, wir könnten natürlich jetzt auch unseren 73.000 Arbeitern sagen, macht mal. Aber ich will ja die Punkte haben. Weil mit den Punkten kriegen wir den Reitstall. Und mit dem Reitstall, also mit dem Stall fürs Pferdchen, können wir finally uns ein Reittier holen. Ich will ja ein Pferd haben. Ich will ja keinen Esel. Weil wir könnten uns vermutlich mittlerweile einen Eselstall bauen und einen Esel kaufen. Und dann sind wir erstmal glücklich. Aber ne, wir können auch einfach direkt gucken, dass wir das dicke Pferd kriegen. Mit dem dicken Pferd können wir uns bestimmt viel besser bewegen. Um von A nach B zu kommen. Und da irgendein Trottel auf die Idee kam, wir bauen unser Dorf jetzt abseits vom Schuss, sodass wir auch ja nicht gefunden werden können von irgendwelchen anderen Leuten, müssen wir entsprechend auch das machen, weil ich muss ja von Dorf zu Dorf reisen, um den Leuten ihre Quests abzuluxen und Zeug zu verkaufen, um Geld zu machen. Weil wir brauchen ja Geld, um Steuern zu zahlen. Willst du mal durchatmen? Digi Butz, du musst da wieder rein, ne? Also de facto ist in unserem Schweinegehege eins der Schweine. Die Ferkel stehen draußen vor der Tür. Ich mache hier mal auf. Kann ich hier aufmachen? Ja, ich kann aufmachen. Aber das, ne, und die Sau steht hier draußen. Das soll ja auch nicht so sein. Ich bin ja tatsächlich etwas unsicher, was es mit diesem Speed-Bonus auf sich hat. Also ne, wir haben ja jetzt diesen zweifachen Ausdauer, weniger Verbrauch oder Speed-Bonus beim Sensen oder bin mir gerade nicht so sicher, was es ist, was da unten angezeigt wird. Aber statt dann einfach zu sagen, ey, du skillst das und du bist halt einfach schneller, ist es ja so ein 10-Sekunden-Boost, der einsetzt, wenn man anfängt, aber auch irgendwie ohne Cooldown, weil für jeden Schlag wird das Ding ja resettet. Also ich kapiere es nicht so ganz. Weil, ne, wenn es keinen Cooldown hat, könnte man ja auch direkt sagen, okay, wenn du das geskillt hast, dann bist du einfach geiler da drin, dann machst du mehr, schneller, wie auch immer. Wir haben über 1000 Flachs einstecken gleich. Ich will jetzt nicht sagen, dass sich so ein großes Feld gelohnt hat, aber ich bin auch verdammt froh, also wirklich verdammt froh, dass ich einfach die Gewichtsbegrenzung raus habe. Weil wir könnten uns halt legit nicht mehr bewegen. Und das zum 3., 4., 5., 6. Mal wahrscheinlich. Die Sense ist kaputt. Okay. Ja, was können wir mit so tollen Sachen machen? Mit Flachs können wir Flachsgarn machen. Aber ich habe noch keine Nähstube. Aber das heißt, ich muss auch nochmal... Ich brauche einen Schmied schon wieder. Weil ich selber kann das ja noch nicht herstellen. Weil ich habe ja so einen Bronzebarren, aber für Bronze-Werkzeuge fehlen mir halt einfach die Punkte. Weil nicht mehr so viele. Wenn wir jetzt 73 Sachen herstellen, ich meine, ich kann natürlich auch erstmal weiter düngen. Wo habe ich Samen? Ich müsste ja eigentlich Samen haben. Können wir ja mal in die Scheune schmeißen. Schauen wir doch mal. Dünger. Den behalte ich jetzt mal im Inventar, weil ne, wir müssen vermutlich düngen. Eisenerz, das wollen wir jetzt nicht haben. Gift, ne? Haferkorn. Schon mal anfangen. Karottensamen. Tun wir auch mal hier reinstopfen. Kohlsamen. Tun wir da reinstopfen. Käse.
Leinengarn? Ein gestohlenes Leinengarn. weiß auch nicht, wo das herkommt. Also, wirklich nicht. Ne, also. Nee. Tierfutter, das können wir gleich mal da drüben noch in den Trog schmeißen. Weiß zwar nicht, warum sich nicht einfach der Hirte um das Futter kümmert. Ich finde, das könnte er ruhig mal machen. Ja, du Tierzüchter. So. Dafür nehme ich auch euren Dung mit. Tschüss. Ich könnte auch schnell eine Näherei bauen und dann könnten wir das Leinengarn machen und dann könnten wir unseren Fischern. Ich dachte gerade, das wäre tot und umgefallen. Manche, du musst ja wieder reingehen da drüben. Das Ferkelchen sieht einfach aus, als wär's, ne? Als würd's da stehen und denken, ey, ich komme hier nicht mehr rein, hilf mir, was soll ich tun? Okay, wir müssen einen Hammer ausrüsten. Oh, wie gesagt, das mit dem Inventar ist so eine Sache. Göffelhammer, Holzhammer. Und dann natürlich im Baumodus und ich hätte gern Produktion eine Näherei. Guck mal, die bauen wir hier Rücken an die Schmiede. Oder sollen wir sie drehen? Das ist doch eigentlich ganz nett. Ja, es gibt Hindernisse, die blockieren. Ich selber. Ich bin ein Hindernis. Schönste Beleidigung. Du Hindernis, du. So. Können wir ans Spinnrad gehen. Habe ich nicht irgendwie 1000 Stück davon einstecken? Jetzt mal ohne Spaß. Ach, das ist erstmal nur Flachs und noch kein Flachshalm. Kein Problem. Dafür haben wir ja die Scheune. Leinsamen und Flachshalm. Ja, gönn dir mal. Wenn das jetzt nicht gleich ein paar Upgrades gibt. Dankeschön. Gucken, ob das genug Punkte gab. Um unser Schmiedeschemata freizuschalten? Wahrscheinlich noch nicht. Bronzewerkzeuge. Es gab gar keine Punkte. Okay. Gilt dann das hier als Produktion? Wahrscheinlich schon. Ich lasse die Spindel so schnell spindeln. Das Spinnrad. Ne? Das ist übernatürlich. Ich bin der schnellste Spindler im Wilden Westen. Das dauert natürlich schon ein bisschen lange, also ich finde, das könnte schon schneller sein. Sieht doch schon besser aus. Mal gucken. Gab das jetzt Pünktchen? Ich meine, das ist ja de facto pro. Es gab jetzt insgesamt 2 Punkte. What the fuck? Ja gut, dann machen wir mal das, was jeder machen würde, außer. Nein, keine. Ich wollte den Fischbär. Gab es den nicht hier? Fischbär, doch. Stellen wir mal ein paar her. Damit es an Viech nicht mehr mangelt. Weil scheinbar ist das ja die einzige Möglichkeit, dass wir Fische fangen. Dankeschön. Neues Level Produktion. Das wollte ich doch haben. Weiß ich doch. Können wir jetzt. Ja, immer noch nicht. Das hat zwar mehr Punkte gegeben, aber es ging hier eher um unsere Fertigkeiten. Okay. Na gut, wir können jetzt hier nur Geschwindigkeit skillen. Ja, machen wir erstmal schnelleres Kochen. Aber Küchenprofi. Ins Materiallager würde ich jetzt mal die Fischbeere legen. Wenn ich sie denn finde. Weil dann können wir entsprechend
Also wir nicht. Aber unsere Fische ist Lloyd. In der Fischehütte. Fischbär und Messer. Ja gut, nur getrocknetes Fischfilet geht auch nicht. Kann es sein, dass diese Fischerhütten alle beide noch stehen? Die arme Frau. Fischfilet, 100%. Okay. Wir haben diese Hütte nicht abgerissen. Die arbeitet immer noch da hinten. Damn. Aber gut, an der Stelle sage ich mal vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen wie immer in die Kommentare. Und übermorgen um 17 Uhr geht's weiter mit der nächsten Folge. Bleibt gesund, hau rein und bye bye.